Guten Tag, meine lieben Zuschauer, und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video Forest Village. Und ja, nach dieser Abschmieraufnahme, wo es dann irgendwie doch heftig ruckelte. Also ich kann das ja mal vormachen, wie es aussieht. Also irgendwie kommt er damit nicht klar. Jetzt gehen die Frames runter im Sekundentakt. Bin gerade auf 18 Frames. Wenn ich jetzt so mache, bin ich wieder easy über die normalen Frames. So. Ich komme damit irgendwie nicht klar oder so, es ist nichts optimiert oder so, ich habe keinen Plan. Aber gut. Hier fehlt, okay, Jäger. Was ist denn der? Jäger. Warte mal, erstmal hier, warte mal, Feuerholz. So, da haben wir den Jäger. Da, 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 da. Boah, voll gut die Mucke, ohne Witz. Also hier haben wir erstmal genug Häuser, denke ich. Hier lebt sogar jemand alleine, also von daher. Und Holz, warte mal, das ist hier. Genau, Brennholz, also ist da. All easy. Warte mal, hier sind, wo sind die Kartoffeln? Uns fehlt doch ein Haus, ne? Hä, wo sind die Kartoffeln? Hä? Hier drin? Hä? Kartoffeln? Ich habe keinen Plan, wo die Kartoffeln hin sind, aber sie scheinen sich nicht über Hunger zu beklagen. Vielleicht haben sie es auch alles in die Häuser geholt. Nee. Ich kann es euch nicht sagen, wo die das hingetan haben. Heu nicht sammeln, Lagerung. Weil das ist ja hier eine Scheune, das ist doch auch eigentlich zur Lagerung, ist ja anfangs, ne? Und wo haben wir denn da? Eine Scheune und ein Lagerhaus. Lagerhaus ist ja das hier, ne? Genau. Ja, wir überleben den Winter easy. So, im Sommer müssen wir dann die ganze Zeit Holz hacken. Weil, ja, da ist wahrscheinlich das Holz ein bisschen knapp, ne? Garten, nö. Ich würde gerne eine Mühle, eine Windmühle. Alter, ist die groß! Wo ist die Mühle? Also, dieses Drehding. Gerade irgendwie bei die wie als bei die Siedler, Alter. Nur die haben nicht so gute Grafik gehabt. Man sieht halt einfach keinen Weg. Wo geht denn der Weg rum? Hier, ne? Ja. Hier steht ein Haus. Upsala. Man sieht es halt einfach nicht. Aber Wasser würde ich auch gerne stehen haben. Heißt, dann brauchen wir generelle Sachen so, ne? Nicht wie eine Mühle und so ein Shit.
Da wären noch viel zu wenig Leute. Eine Bäckerei. Oh, das war Mehl, ne? Und das haben wir nicht. Nee. Ich will das nicht platzieren. Warum auch? Ist ja unnötig. Warte mal. Hier haben wir ja Kartoffeln angepflanzt. Achso, die könnten auch unter dem minus 27 Grad bestehen oder was? Guck das mal nach. Flachs habe ich keinen Bock zu pflanzen, ey. Wir pflanzen bald jede Menge Weizen an, weil dann leben wir vom Brot. Weil Brot ist immer gut. Hä? Schöner Baum. So, kleines Mini-Dörflein. Wir wollen... Ja, okay, jetzt schwangen die Frames gleich wieder. Boah, mega Ruckel. So. Ja, minus 9 Grad. Ist nicht jetzt allzu geil, also. Ja, wir haben noch 547 Brot. Ja, wo sind die Kartoffeln? Das ist jetzt hier die Frage, ne? So. Ich baue jetzt einfach mal die Mühle. Scheiterhaufen, Digga. Alter. Den bauen wir aber erst, Alter, wenn hier wenn wir immer mehr Leute haben. Nicht, dass sie sich alle aber selber wegfackeln. Ich wäre ja mal mega bescheuert. So, einen Weg. Nee, ja, super. Hier ist der Weg. Wir sind ja schon gut am Machen. Brennholz haben wir auch noch gut. Okay, dann tun wir hier aber schon mal ein Männchen rein. So. Alter, ich bin so froh, wenn wir mal 15 Leute oder so haben, ey. Das ist mal mega belastend mit so wenig Leuten. Mega belastend. Jetzt tun sie erstmal die ganzen Ressourcen, weil wir wollen hier einen groben Überblick über die Mühle haben. Alle Ressourcen werden easy dahingetragen. Was ist denn das? Lehm. Wo kriegt man denn Lehm her? Oder Stein vor allem? Wir haben 149 und 180. Also da steht schon Grundgerüst. Das macht mich ja schon mal fröhlich. Aber wir wollen mehr Stein haben. Also wir brauchen generell mehr Stein. Mein Gott, sieht das blöd aus. Einfach mal so ein Zelt. Okay, alles klar. Dann lebt er also da im Zelt. Kann man machen. Ich tue jetzt mal noch die Ressourcen. Lass mir einfach mal Ressourcen hin tun. Sonst gehen auf jeden Fall die Ressourcen erstmal zur Neige. Das ist klar. Die Kartoffeln sind alle.
Wir haben halt einfach mal nur einen am Feld, oder wie soll ich das jetzt deuten gerade? Ist mir wieder zwei Stellen, haben wir mehr Frames. Frames pro Second. Normal wachsen, ja, das ist mir klar. Nee, die dürfen nur 0 Grad haben, die Kartoffeln. Oder die haben es alleine gerafft, die Dudes. Und das heißt, dass sie gleich anfangen wieder zu pflanzen. Die Windmühle hat 90. Okay, also Holz haben wir auch ein Problem. Also ein großes jetzt. So, da haben wir jetzt, habe ich jetzt schon mal ein paar Orte gesagt, wo die definitiv abfarmen sollen. Leider brauchen wir jetzt. Zwei Leute, die da als abfarmen, brauchen wir auch. Also an sich friert das Ding hier noch. Ist nicht so cool. Sieht auch gerade gar nicht allzu viel. Ich höre halt nur halt rumgeklappere. Aber gut. Wir hätten am Anfang wesentlich mehr Ressourcen farmen sollen. Steht fest. Jetzt haben wir 8 Leute, was schon mal recht cool ist. Wir haben einen Jugendlichen, wenn ich das da richtig sehe, ne? Genau, wir haben einen Jugendlichen, also bald 9 Leute. Und dann müssen wir mal gucken, wie das jetzt dann so ist. Mein Gott. Wir wollen ihn mal ganz schnell abfarmen lassen, ne? Boah, guck dich das mal an. Liegt ja vor allem nicht an meinem Rechner. Mein Rechner ist mit dem Ding hier nur 60% ausgelastet. Also plus Aufnahme, versteht sich. Vielleicht kommt das Ding einfach nicht damit klar. Ist problematisch, ist problematisch. So, bei der Windmühle fehlt nur ein Baum. Okay. Ja, fehlt nicht mehr allzu viel, aber wir müssen definitiv jede Menge Holz jetzt farmen. Und ich glaube, ich lasse das hier mal ein bisschen laufen und verabschiede mich. Wenn es euch gefallen hat, gibt der Folge so ein Feedback. Und ja, sagt mal jetzt was zu der Qualität. Ich habe ein bisschen halt wieder was geändert. Und ja, ich lasse es jetzt einfach mal so laufen. Sie einfach mal farmen, wenn was sein sollte, nehme ich auf. Und ja, bis zum nächsten Video. Von Forest Village. Ciao.